Ihre Omas Referenz für Ihre Radarmessungen. Sie wollen genau wissen, was sich in den Böden abspielt. Denn es steht viel auf dem Spiel. Wenn der Permafrost auftaucht, dadurch, dass das organische Material da ja sehr, sehr stark gespeichert ist, haben wir halt das Problem, dass sehr, sehr viele Gase da in der Luft freisetzen werden. Und die Gase sind vor allem Methan und Kohlendioxid. Und das würde die Klimaveränderung noch verstärken. Etwa 50 Kilometer weiter westlich nehmen kanadische Kollegen Proben, messen die Dicke des Eises auf dem zugefrorenen Mackenzie River. Miles, ein lokaler Jäger und Trapper, ist zu ihrem Schutz dabei. Das Leben habe sich in den vergangenen Jahren verändert, das spüren sie hier draußen. Schon lange. Wir sind alle verwirrt, auch die Tiere sind verwirrt. Die Grizzlybären wachen jetzt schon im März auf, einen Monat zu früh. Seitdem es immer wärmer wird, kommen all diese Insekten, die wir hier nie zuvor gesehen haben. Die machen die Frauen.